So, sehr geehrte Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie heute an unserem Bootcamp teilnehmen. Bevor wir beginnen, kommen wir zu einem kurzen Hinweis. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass während dieses FitStays Bootcamps Videoaufnahmen erstellt werden, die in digitalen und oder Printmedien veröffentlicht werden. Sollten Sie das nicht wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an office@fink-its.de. Sollten Sie während dem Vortrag irgendwelche Fragen haben, nutzen Sie bitte den dafür gedachten Q&A-Chat. Am Ende, in der abschließenden Fragerunde, werden wir diese Fragen dann beantworten. Die FitStays Daily Bootcamps sind ein Monat voller Innovationen. Hier werden in 20 Tagen 20 interessante Innovationssessions rund um Digitalisierung von Unternehmen vorgetragen. In jeder Woche startet ein neuer Themenbereich, vorgetragen durch unsere internen und externen Speaker. Der tägliche Beginn liegt bei 10 Uhr und das Ende ist voraussichtlich gegen 11 Uhr. Ein Vortrag dauert ca. 40 Minuten und wird durch die gerade schon angesprochene 10-minütige Fragerunde abgerundet. Die erste Woche, die Neptune DXP Week, haben wir bereits hinter uns. Hier haben wir uns den Themen Mobilisierung von Geschäftsprozessen im SAP- und Non-SAP-Umfeld gewidmet. Wenn Sie diese Themen interessieren, schicken Sie uns bitte eine E-Mail, dann können wir Ihnen gerne eine Aufnahme oder auch mehrere der letzten Woche zukommen lassen. In der jetzigen Woche, der Woche 2 der FitStays 2020, haben wir uns schon dem Best-Practice-Ansatz Model Company zur Einführung von S/4HANA, das neue Output-Management, die Geschäftspartner-Umstellung und die Lösung Sub-Document Compliance angeschaut. In der dritten Woche erwartet die Interessenten eine Mischung aus den Themen Input Management mit SAP Cloud Platform Integration und OpenText Vendor Invoice Management, die Analyse des Contents mit Process Mining sowie die Verwaltung von Content mit OpenText Extended ECM. In der letzten Woche der FitStays präsentiert Fink IT Solutions spannende Beiträge rund um die innovativen Themen SAP Cloud Platform und unsere eigene Lösung, den FITS CV Manager, ebenfalls Themen wie E-Mobility und Fleet Management. Kommen wir nun zur Vorstellung unserer Sponsoren. Unser Hauptsponsor Neptune Software ist die führende Low-Code- und ABAP-basierte Entwicklungsplattform, die die Anwendungsentwicklung in jeder Systemlandschaft und auf jedem Gerät oder Desktop standardisiert. Diese Plattform verfolgt konsequente Enterprise Mobility und Digitalisierungsstrategien in allen Branchen und hat sich damit nachhaltig mit mehr als 550 Kunden etabliert. Es ist ein norwegisches Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo und internationalen Niederlassungen in den USA, China, United Kingdom und Deutschland. Sie wurden 2011 gegründet und verfolgen bereits seit damals eine Rapid Application Development Strategie. Unser Premium-Sponsor Anyline nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um es mobilen Geräten zu ermöglichen, Schriftzeichen und Ziffern in Echtzeit erfassen und diese dann auch digital verarbeiten zu können. Diese Technologie ist nicht nur wesentlich genauer und 20-mal schneller als die manuelle Dateneingabe, sondern funktioniert sogar ohne aktive Internetverbindung. Unser zweiter Premium-Sponsor Smart City Systems kommt aus Fürth und wurde 2017 gegründet. Das Unternehmen unterstützt Städte auf ihre Entwicklung zu Smart Cities. Die selbst entwickelten und in Deutschland produzierten Sensoren digitalisieren beliebig große Parkflächen und ermöglichen eine effiziente Überwachung und Kontrolle. Der digitale Überblick über freie Stellflächen führt zu einer Reduzierung des Parksuchverkehrs und erlaubt die flexible und effiziente Nutzung von Parkplätzen. Unser Sponsor Epicon entwickelt Lösungen für das effiziente Handling von SAP-Daten. Ihre Kunden nutzen zertifizierte Add-ons für SAP, sowohl bei der intelligenten Anlage und Pflege von Stammdaten, wie zum Beispiel Materialstämmen, Stücklisten oder Arbeitsplänen, als auch bei der Anbindung externer Systeme an die SAP-Welt. Bei unserem letzten Sponsor, Take ASP, liegt der Fokus auf den Betrieb von SAP-Systemen. Remote oder aus den Rechenzentren in Frankfurt.
sowie die Erbringung von Sub-Basis-Services, wie zum Beispiel Installationen oder Upgrades. Die Take ASP ist in mehreren S/4HANA-Einführungs- oder Migrationsprojekten eingebunden. Kommen wir nun zum 10. Vortrag unserer FITSDAYS Daily Bootcamps mit Jan Lang von der Fink IT Solutions, der uns heute über das Thema S4-Reporting, der perfekte Einstieg mit der Sub-Analytics Cloud, informiert. Und somit würde ich erstmal an dich übergeben, Jan. Ja, danke Oskar für die kurze Einleitung und auch hallo von mir. Wie Oskar gerade eben schon gesagt hat, Jan Lang hier von der Fink IT Solution. Und ich werde Ihnen heute ein bisschen was über das Thema S4-Reporting bzw. den perfekten Einstieg mit der SAP Analytics Cloud erzählen. Was werden wir uns heute alles anschauen? Zunächst werde ich Ihnen zeigen, was ist die SAP Analytics Cloud überhaupt? Dann wie kann das Ganze ja mit S4 funktionieren? Werde Ihnen kurz den technischen Aufbau einer solchen Datenverbindung oder auch Möglichkeiten zeigen. Und dann den wohl spannendsten Teil nach dem ganzen theoretischen, Ihnen einmal das System auch live zeigen, damit Sie sehen, wie die SAP Analytics Cloud funktioniert, wie das Tool aufgebaut ist und wie schnell und einfach Sie hier Stories zur Verfügung stellen können. Genau, kommen wir zur SAP Analytics Cloud. Beziehungsweise erstmal, warum brauchen wir das überhaupt? Die Datenermittlung alleine kann heute die Erwartungen der Geschäftsanwendungen meistens nicht mehr erfüllen. Das Versprechen der Analytik war schon immer, wie wir Informationen zum richtigen Zeitpunkt in die Hände der richtigen Benutzer bekommen, um am Ende des Tages eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Aber warum ist die Datenermittlung heute nicht in der Lage, dies zu tun? Es hat letztendlich drei Gründe. Der erste Grund sind wir Menschen, beziehungsweise unsere menschliche Voreingenommenheit. Unabhängig davon, welches Tool wir verwenden, ob es sich dabei um Excel handelt, SAP BI, Microsoft BI oder auch Tableau, alles unterliegt letztendlich der menschlichen Voreingenommenheit. Menschen sind von Natur aus besonders schlecht in der Verarbeitung von Rohdaten. Und das wird noch zum größeren Problem, wenn Daten sehr komplex oder auch groß werden. Wir sind sehr schlecht darin, unsere eigenen Überzeugungen zu überwinden. Und wenn wir mit zweideutigen Situationen konfrontiert werden, wählen wir meistens die Daten aus und heben diese hervor, die unsere eigene Überzeugung unterstützt. Um aber wirklich datengesteuert zu sein, müssen wir diese menschliche Voreingenommenheit bei unserer Erkenntnisgewinnung entfernen oder zumindest reduzieren. Das nächste Thema ist die verzögerte Einsicht. Eine weitere Schwäche der menschlichen Interaktion mit Daten besteht darin, dass Menschen nicht die Fähigkeit besitzen, mit großen und komplexen Datensätzen wichtige Trends und Muster schnell zu erkennen. Eine agile Datenentdeckung ist sehr vorteilhaft für den menschlichen Prozess der Datendeckung, unterstützt jedoch nicht die Agilität im gesamten Datendeckungsprozess. Wir verwenden ein Visualisierungstool, da es uns Menschen das leichter macht, die Daten zu verstehen und auch zu verstehen, was mit den Daten geschieht. Dritter Punkt, sind letztendlich die unklaren nächsten Schritte. Selbst wenn wir in der Lage sind, Einsichten zu entdecken, sind wir meistens nicht in der Lage, daraus die Informationen zu gewinnen, die es uns erlauben, zuversichtlich zu handeln. Die nächstbesten Schritte machen wir oft aus unserer menschlichen Intuition oder letztendlich doch aus unserem Bauchgefühl. Was uns dabei hilft, ist letztendlich eine einzige Plattform, die alle Daten und alle Analysefunktionen miteinander vereint, damit wir schnellere Entscheidungen treffen können und dabei sicher handeln. Das
Sie fragen sich sicherlich, warum ich Ihnen heute hier ja, das Thema SAP Analytics Cloud vorstelle beziehungsweise einmal zeige. Deswegen würde ich einmal gern kurz auf meine persönliche Historie zurückgehen. Ich habe mit dem ganzen Thema SAP Analytics Cloud begonnen, als ich bei dem hier zu sehenden Verein tätig war. Der FC Bayern ist, denke ich, für viele ein Begriff, ist letztendlich der erfolgreichste deutsche Verein, aber auch mit 290.000 Mitgliedern der größte Sportverein der Welt. Ich war da damals angestellt und habe mich um die SAP Analytics Cloud gekümmert. Das heißt, ich habe einmal die Einführung dort gemacht und habe dann aber auch die Anforderungen der verschiedenen Fachbereiche aufgenommen und entsprechende BI-Szenarien umgesetzt. Das Ganze hat mir dabei geholfen, die SAP Analytics Cloud sehr gut zu verstehen und mich mit dem ganzen Analysethema zu beschäftigen. Doch was ist die SAP Analytics Cloud eigentlich? Die SAP Analytics Cloud ist ein Software as a Service von der SAP und bietet verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die klassische BI-Funktionalität, aber auch Predictive. Das heißt, wir können hier anhand von maschinellen Lernen uns Prognosen zeigen lassen. Aber wir können auch planen mit der SAP Analytics Cloud. Das alles in einer Lösung integriert. Zudem können wir verschiedene Datenquellen anzapfen und diese dann auch live mit Echtzeitdaten im Frontend visualisieren. Und über dem Ganzen steht letztendlich dann der Digital Boardroom, den ich später auch dann nochmal kurz zeigen werde, der das Ganze dann auf Vorstandsebene für Meetings bereitstellt. Ja, die SAP Analytics Strategie ist letztendlich eine einfache Cloud für verschiedene Use Cases. Wir haben einmal hier unten unsere verschiedenen Datenquellen, sei es on-premise, sei es in der Cloud, sei es beides. Und diese Daten wollen wir natürlich einerseits dem End-User visualisieren. Wir wollen mit den Daten, die wir erheben, einerseits planen und eben auch predictive Simulationen erstellen. Das heißt, wie werden wir wahrscheinlich am Ende des Jahres basierend auf den aktuellen Daten landen? Ja, wie ist die SAP Analytics Cloud aufgebaut? Wir haben einmal, wie gerade eben schon erwähnt, hier unten unsere verschiedenen Datenquellen. Aus diesen Datenquellen holen wir uns unsere Daten und bringen die in die SAP Analytics Cloud, heißt entweder per Live Connection oder per Import Connection. Den genauen Unterschied werde ich später nochmal erläutern. Bleiben wir erstmal auf der Ebene. Diese Daten spielen wir oder bringen wir in sogenannte Modelle und in diesen Modellen sind dann unsere Kennzahlen und unsere Dimensionen definiert. Diese Modelle bieten die Grundlage, unsere Visualisierungen zu erstellen, die in der SAC Stories genannt werden. Das heißt, wir haben hier unsere verschiedenen Modelle, die aus den Datenquellen kommen, können diese in verschiedensten Stories visualisieren und letztendlich über den Digital Boardroom verschiedene Stories zusammenfassen, zum Beispiel für Vorstandsmeetings. Dieses ganze gerade erklärte Konstrukt bietet die SAP Analytics Cloud. Genau, jetzt hatte ich gerade eben den Digital Boardroom schon mal erwähnt. Genau. Hier sehen Sie einmal, wie das Ganze ausschauen kann. Das heißt, hier der Bildausschnitt ist aus Waldorf, ist aus dem ja, Vorstandsbesprechungsraum, ist,
sehr, sehr beeindruckend, wenn man da mal live war, das zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Der Digital Boardroom ist letztendlich ein digitaler Sitzungssaal und sozusagen die intelligente Kommandozentrale. Er sorgt dafür, dass wir in Meetings aussagekräftige Einblicke haben, dass wir bessere Entscheidungen gegebenenfalls treffen können und vor allem, dass wir sofort handeln können. Das Ganze zusammengefasst mit den verschiedenen Funktionalitäten, mit den BI-Planungs- und Prognosefunktionalitäten, bringen wir Daten kontextbezogen miteinander kombiniert und das für jede einzelne Organisation zugeschnitten. Genau, das bedeutet, wir können in Zukunft in Meetings datengetrieben handeln. Wir sehen die Beziehungen verschiedener Daten. Wir können Was-wäre-wenn-Simulationen direkt und live im Meeting vornehmen. Und wir können Maßnahmen ergreifen auf den Daten, die wir sehen. Das heißt, so wie Sie es heute kennen, vielleicht von PowerPoint-Präsentationen, auf denen feste Zahlen stehen, das alles brauchen Sie dann nicht mehr. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, die Daten zu hinterfragen. Oftmals kommen gerade solchen Meetings viele, viele Fragen auf, wie denn diese Zahlen entstehen, was sich dahinter verbirgt, wie vielleicht der Verlauf war. Das alles haben Sie dann nicht zur Hand. Oft da einfach die Folien vorbereitet sind, die Zahlen dort stehen, aber Sie können mit diesen Zahlen nicht interagieren oder individuelle kurzfristige Fragestellungen damit beantworten. Hier haben Sie die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. Sie können live im Meeting in die Daten reingehen. Sie können hier verschiedene, wie Sie es hier vorne sehen, verschiedene Filter setzen. Sie können Zeitreihen aufreißen und sich eben diese Daten, über die Sie sprechen, genauer diskutieren. Genau. Das Ganze, beziehungsweise die SAP Analytics Cloud als strategisches Analytics-Tool der SAP, können Sie natürlich auch mit Ihrem S/4HANA-System verwenden. Ich habe hier jetzt nochmal die verschiedenen Komponenten von S/4HANA aufgezeigt und in jedem dieser Bereiche finden wir letztendlich Fragestellungen, die wir visualisieren möchten, wo wir planen möchten und wo wir weitere Einblicke haben möchten. Zum Beispiel, wo gab es im letzten Quartal ein verstecktes Wachstum? Da kann Analytics einfach die Klarheit bringen, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber vielleicht möchten Sie auch Fragen darüber beantworten, wo Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele stehen. Und dabei können Ihnen einfach die intelligenten Technologien, die in der Cloud verfügbar sind, helfen, zukünftige Trends vorauszusagen, wie es Ihnen vorher vielleicht nicht möglich war. Und die Prognosefähigkeiten können die Wahrscheinlichkeiten eines zukünftigen Ereignisses identifizieren. Das heißt, zusammengefasst haben wir hier ein modernes BI-Analytics-Tool, das Sie eben auch mit S/4HANA verwenden können. Wir haben benutzerfreundliches und intuitives Frontend für Ihre S/4HANA-Daten. Das Frontend schauen wir uns dann später auch noch mal in einer Live-Demo an, damit Sie sehen, wie einfach das Ganze funktionieren kann, beziehungsweise wie schnell Sie hier auch Ergebnisse haben, sobald die Datenquelle angebunden ist und Sie quasi mit den Daten in der SAC arbeiten können. Wir haben hier die Planungslösung und wir können hier einfach Analyse, Vorhersage und Planungsfunktionalitäten miteinander kombinieren. Das Ganze ist auf oder die SAP Analytics Cloud ist auch, hat einen sehr starken Self-Service-Fokus. Das heißt, hier können Sie auch die Daten Ihren
Fachbereichen zur Verfügung stellen und die SAP Analytics Cloud quasi als Self-Service-Tool, um eigene Dashboards bzw. eine SAC-Stories zu erstellen. Das Ganze ist auch mobil verfügbar, das heißt, Sie haben hier auch Apps für die bekannten Mobilgeräte, also für iOS und für Android. Das heißt, Sie haben hier auch Ihre Auswertungen jederzeit mobil mit dabei und können auch unterwegs diese Dashboards anschauen. Genau, Vorteil der Cloud-Lösung ist natürlich, dass Sie immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Hier liefert die SAP auch regelmäßige Updates. Genau, die SAP Analytics Cloud ist ja in der Analytics-Vision der SAP der Mittelpunkt bzw. das strategische Tool. Genau, das Ganze ist stark integriert in Ihr S/4HANA-System. Das heißt, wir arbeiten hier einmal im Bereich S/4HANA über ABAP-CDS-Abfragen, die in vielen Unternehmen vermutlich auch schon in einer relativ großen Anzahl vorhanden sind. Wir haben, wie gesagt, das Self-Service-Konzept. Und je nachdem, welche Verbindung wir wählen, können diese Daten oder verlassen diese Daten auch nicht mal das Unternehmen, sondern werden nicht in die Cloud repliziert. Genau, das heißt, Sie können hier einmal Ihre KPIs, Ihre Dashboards personalisieren. Sie können Visualisierungen mit Visualisierungen neue Insights liefern. Sie können miteinander arbeiten, das über Kommentarfunktionen, über Messaging-Funktionen. Aber das Wichtigste, Sie können eigentlich Ihre KPIs verfolgen und das Ganze in interaktiven Dashboards, um hier auch tiefer einzusteigen und einfach zu erkunden, was das Unternehmen antreibt, und Entscheidungen auf Grundlage von Daten zu treffen und das nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus. Ja, so kann das Ganze ausschauen. Das heißt, wir haben hier unsere verschiedenen Geräte, sei es ein großer Fernsehmonitor, sei es der klassische Laptop, sei es ein iPad, sei es ein iPhone. Wir können hier wirklich die Visualisierungen, die wir uns erstellen, auf die verschiedenen Endgeräte mitnehmen. Den genauen Unterschied zeige ich dann später nochmal in der Live-Demo. Mit S/4HANA kommt auch immer mehr das Thema SAP Fiori in die Unternehmen. Das heißt aber, hier können wir auch unsere Dashboards, die wir mit der SAP Analytics Cloud erstellt haben, einfach in ein Fiori Launchpad einbinden und es hier drüber dem End-User zur Verfügung stellen. Für viele hier wahrscheinlich sehr wichtig, da es häufig um die Frage geht, wie schaffe ich denn den Einstieg mit der SAP Analytics Cloud? Vielleicht fehlen hier einerseits Ideen oder ich weiß nicht, wie baue ich das Ganze auf, wie kann ich das Ganze aufbauen, wie baue ich so eine Story auf. Hier gibt es auch von der SAP beziehungsweise auch von Partnern Business Content, den Sie sich in der SAP Analytics Cloud runterladen können. Das Ganze in verschiedene Themenbereiche aufgegliedert. Ich denke, da sollte für jeden was dabei sein, um einfach den Einstieg in die SAP Analytics Cloud zu vereinfachen. Das heißt, ich hole mir das Tool, ich entscheide mich für die SAP Analytics Cloud und kann dann einfach mit diesem Gratis-Content schon mal meine ersten Dashboards erstellen mit sehr wenig Aufwand.
Genau, und dann das Thema Planung, hatte ich auch schon mal vorhin erwähnt. Hier geht es letztendlich um drei Themen. Einmal Act in the Moment, dann die Kollaboration und natürlich Intelligent Enterprise. Aber was bedeutet Act the Moment eigentlich? Im Prinzip bedeutet das, dass wir einmal analysieren, wir planen und wir prognostizieren und berichten das alles an einem Ort, um Zeit zu sparen und auch um das Unternehmen zu unterstützen. Das heißt, wir haben hier nicht viele verschiedene Tools, sondern der Endanwender oder auch derjenige, der diese ganzen Sachen erstellt, der Administrator, arbeitet mit einem Tool und muss sich hier nicht mehr auf viele verschiedene einstellen. Genau, wir planen und analysieren direkt in der Unternehmensanwendung und erhalten dadurch sofortige Einblicke in mögliche Maßnahmen. Wir visualisieren KPI-Metriken und passen sie den Treibern letztendlich an, um Auswirkungen von Entscheidungen simulieren zu können. Das heißt, hier können wir variabel mit den Daten in der Planung spielen, können schauen, wie verhalten sich unsere Daten, was hat eine gewisse Maßnahme, was hat das für Auswirkungen zum Beispiel auf unseren Verdienst, den wir mit dem Unternehmen erzielen. Wir haben gewisse Einsparungen, was hat das für Möglichkeiten? Hier können wir einfach sehr gut mit Daten spielen. Nächster wichtige Punkt ist letztendlich die Kollaboration. Wenn wir das alleine machen, ist das immer schön, aber das ganze Thema Planung lebt ja eigentlich von der Kommunikation untereinander. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, wie man es hier auf dem Screenshot schön sehen kann, über Kommentarfunktionen, wo ich einfach gewisse Daten kommentieren kann, entweder mit Fragen oder meinen Einschätzungen dazu. Wir haben hier eine integrierte Chat-Funktionalität, wo wir uns auch untereinander kommunizieren können. Genau, dann ist natürlich noch wichtig, wichtige Leistungsfaktoren zu entdecken und das Ganze über eine automatische Prognose, die zukünftige Werte anzeigen kann. Das haben wir hier auch eben auch mit drin. Das heißt, wir können uns hier eine Vorhersage erstellen lassen, wie sich beispielsweise der Umsatz verändert. Und bekommen das in einer gewissen, einmal die Vorhersage angezeigt, aber dann auch noch eine Range, in der sich diese Vorhersage bewegen kann, einfach aufgrund der bisherigen Daten. Genau, zusammenfassend gesagt, haben wir hier eine intuitive und umfassende Planungslösung, die es Geschäftsanwendern letztendlich ermöglicht, ein beliebiges Planungsszenario zu modellieren. Von den einfachen Einzelnutzersimulationen bis hin zu großen verwalteten Szenarien. Wir haben alle Analysen, alle Benutzer in einem Produkt. Wir haben BI integriert, wir haben Collaboration integriert und können somit den flexiblen Finanzplanungsprozess in dem Fall oder in dem Beispiel unterstützen. Genau, wie funktioniert das Ganze technisch? Letztendlich haben wir zwei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten. Wir haben einmal die sogenannte Import Data Connection und wir haben die sogenannte Live Data Connection. Der Unterschied der beiden ist letztendlich, dass bei der Import Connection lade ich meine Daten hoch in die SAP Analytics Cloud, das heißt, die Daten verlassen das Unternehmen. Bei der Live Data Connection haben wir den einfachen Unterschied, die Daten verlassen nicht das Unternehmen, bleiben im Unternehmen und geben letztendlich nur die Metadaten nach oben, um diese zu visualisieren. Genau, das Ganze funktioniert einerseits bei der Import Connection in einem
regelmäßigen definierten Zyklus, in dem ich sage, dass diese Abfrage geschehen soll, wird die Datenquelle abgefragt, die Daten werden hochgeladen und stehen in meiner Story zur Verfügung. Bei der Live Data Connection geschieht diese Abfrage jedes Mal, wenn ich die Story aufrufe. Das heißt, ich gehe auf die Story und bekomme die aktuellsten Daten zu diesem Zeitpunkt angezeigt und muss nicht, wie bei der Import Connection, auf einen neuen Upload warten, der zum Beispiel jede Stunde geschieht. Genau, das Ganze hier nochmal einmal zusammengefasst. Das heißt, wir haben hier bei der Live Data Connection keine Datenreplikation, die erforderlich ist. Wir vermeiden dadurch die Kosten, die dadurch entstehen. Die Daten verlassen niemals das Unternehmen. Und wir haben den Zugriff auf die Transaktionsdaten in nahezu Echtzeit. Genau, das Ganze können wir natürlich auch noch gewisse Single-Sign-On-Logiken hinterlegen. Genau, das Ganze aber optional. Genau, dann kommen wir einmal zur Import-Data-Connection. Hier werden die Daten, wie gesagt, in die SAP Analytics Cloud importiert. Was einerseits einen Vorteil bringt, dass wir natürlich hier auf die, ja, auf ziemlich alle Funktionalitäten zugreifen können, denn wir haben bei der Live Connection immer die Einschränkung, je nachdem, auf welchem Stand unsere Datenquelle ist, sei es, ob wir zum Beispiel eine 1.0er oder eine 2.0er HANA-Datenbank darunter haben, sind wir auf gewisse Funktionalitäten eingeschränkt, die es beispielsweise erst ab HANA 2.0 gibt. Das Ganze können wir natürlich mit der Import-Connection umgehen, da wir hier einfach auf die neuesten Funktionalitäten zugreifen können. Jetzt habe ich Ihnen relativ viel Theoretisches erzählt und habe Ihnen auch gesagt, wie einfach die SAP Analytics Cloud funktioniert, dass ich das Ganze per Self-Service in den Fachbereich bringen kann. Genau, aus dem Grund möchte ich Ihnen das Ganze einmal live zeigen. Die SAP Analytics Cloud schaut einmal wie folgt aus. Wir haben ja hier den Einstiegsbildschirm, wo wir unsere Startseite individuell bearbeiten können. Wir haben hier oben einmal unser Profil, in dem wir grundsätzliche persönliche Einstellungen festlegen können. Das heißt einmal, welche Sprache möchte ich haben, wie möchte ich mein Datum und meine Uhrzeit und auch mein Zahlenformat in den Stories visualisiert haben. Das heißt zum Beispiel, der eine hat es lieber, wenn das Tausender-Kennzeichen quasi ein Leerzeichen ist. Der eine mag es lieber, wenn es ein Punkt ist oder ein Komma ist. Das Ganze kann ich hier für mich persönlich einstellen. Das heißt, das Ganze ist nicht in der Story definiert, sondern ich bekomme das eben oder kann es hier für mich persönlich entscheiden. Genau, hier rechts oben habe ich einmal den sogenannten Collaboration Space, wie ich ihn ja schon erwähnt habe. Das heißt, hier kann ich Diskussionen mit verschiedenen Personen oder auch Personengruppen starten. Oder ich kann eben die Kommentarfunktion innerhalb der Story verwenden. In der SAP Analytics Cloud habe ich hier dann einmal mein Menü, indem ich das letztendlich in verschiedene
Bereiche unterteilt ist. Wir haben hier einmal den Bereich Erstellen, den wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen. Wir haben hier den Bereich Durchsuchen, in dem ich meine bisherigen erstellten Stories, Modelle verwalten kann und berechtigen kann. Hier werde ich gleich auch nochmal genauer reingehen. Und wir haben hier zum Beispiel auch das Content-Netzwerk. Wir haben hier einmal den Bereich Sicherheit, in dem wir unsere Benutzerverwaltung haben. Wir können hier Teams erstellen, zum Beispiel für einen Fachbereich, um einfach die Verwaltung, die Berechtigungen genauer zu steuern. Wir können hier verschiedene Rollen anlegen, da ja zum Beispiel nicht jeder SAC-User auch hier die ganzen Bereiche mit der ganzen Administration sehen sollte. Wir haben hier einmal das Deployment, in dem wir unsere Stories, unsere Modelle und so weiter entweder exportieren oder importieren können. Wenn wir zum Beispiel eine mehrstufige SAC-Landschaft haben, dann haben wir hier den Bereich Verbindungen, wo wir unsere Data Connections zu den verschiedenen Systemen anlegen. Und hier unter dem Bereich System können wir einmal unsere Instanz überwachen. Das heißt, wir sehen hier, wie viele Lizenzen haben wir überhaupt, wie viele User haben wir überhaupt. Und im Bereich Administration können wir verschiedenste grundlegenden Einstellungen zu den Tenants treffen. Dann schauen wir uns einmal erstmal den Bereich Durchsuchen an, wo ich hier unter Dateien einmal meine ganzen Inhalte der SAC zur Verfügung habe. Das heißt, hier funktioniert das Ganze über eine Ordnerstruktur, die man auch von Windows und so weiter kennt. Das heißt, das ganze Prinzip dahinter ist wahrscheinlich jedem aus dem Alltag bekannt. Und hier können wir dann unsere verschiedenen Ordner entsprechend berechtigen. Wir können hier die Stories verschieben. Wir können sie teilweise hier auch teilen, beziehungsweise hier oben dann auch nochmal können verschiedene Stories, Modelle und so weiter direkt hieraus anlegen auch. Und eben hierüber funktioniert auch die Berechtigungen. Also hier können wir verschiedene Ordnerstrukturen anlegen, auf die dann verschiedene User oder auch Usergruppen, wie man es vorhin gesehen hat, Berechtigungen haben und somit jedem nur das an Stories zur Verfügung steht, das er am Ende des Tages auch sehen soll. Die ganze Berechtigungen können wir natürlich dann auch nochmal im Hintergrund steuern. Das heißt, wenn zum Beispiel ein User Zugriff auf ein Dashboard bekommt, dass er hier nur die Daten sieht, die für sich oder für ihn relevant sind. Sei es zum Beispiel jetzt eine Teamauswertung, wo einfach ja die gearbeiteten Stunden oder Urlaube und so weiter sichtbar sind, können wir hier sagen, dass der Chef, dass alle Führungskräfte Zugriff auf dieses Dashboard haben, aber im Hintergrund die Daten so gesteuert werden, dass jede Führungskraft nur die Daten zu seinen Mitarbeitern sieht. Das heißt, hier haben wir einmal die Berechtigungen in der SAC und dann auf den Stories können wir hier auf den Daten nochmal entsprechend berechtigen, dass jeder dann wirklich nur die Daten sieht, die er auch sehen darf, beziehungsweise die er in dem Fall auch in seinem S4-System nur sieht. Genau, dann erstellen wir einmal eine Story. Es gibt jetzt seit mittlerweile etwas längerer Zeit auch die Möglichkeit, sogenannte Analytic Applications zu erstellen, was letztendlich auch Stories sind. Der Unterschied ist hierbei noch, wie es der Name fast schon sagt, es sind wirklich Applikationen,
mit denen ich dann über JavaScript nochmal entsprechend Code und Logik innerhalb der Visualisierung hinterlegen kann, um so einfach, ja, was mir deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Aber genau das Ganze schauen wir uns jetzt heute nicht an. Was wir uns heute anschauen, ist einmal die Story, die man letztendlich auch per Self-Service zum Beispiel in den Fachbereich geben kann. Wir haben hier den großen Unterschied letztendlich zwischen zwei verschiedenen Story-Typen. Das sind einmal hier die flexiblen Seiten und einmal die Grafikseite. Die flexiblen Seiten in einer Story nutze ich dafür, wenn ich die Story am Ende des Tages auch auf verschiedenen Monitorgrößen oder auch wenn ich sie auf meine mobilen Endgeräte bringen möchte. Das heißt, hier, wenn wir das einmal auswählen, bekommen wir hier verschiedene Lanes angezeigt. Und hier kann ich dann auch verschiedenste Lanes noch links, rechts, oben, unten hinzufügen. Und was ich damit der SAC sage, ist im Endeffekt, versuche, egal wie der Bildschirm aufgeteilt ist, versuche diese Daten, die sich innerhalb einer Lane befinden, zusammenzuhalten, wenn das die Bildschirmgröße erlaubt. Das heißt, hier diese Story würde sich auf die verschiedenen Displaygrößen anpassen und kann somit auch mobil mitgenommen werden. Die andere Möglichkeit ist die sogenannte Grafikseite. Hier muss ich festlegen, welche Größe letztendlich die Story haben soll, also welche Bildschirmgröße, das können wir uns auch gleich anschauen. Der Vorteil hieran ist allerdings dann, dass ich die ganze Story natürlich deutlich schöner gestalten kann. Das heißt, ich kann hier wirklich pixelgenau arbeiten und habe hier in dem Design-Aspekt etwas mehr Möglichkeiten. Aus dem einfachen Grund, da die Größe fest definiert ist und sich auch auf verschiedenen Endgeräten oder auf verschiedenen Monitorgrößen nicht ändert. Das heißt, hier muss ich einmal am Anfang sagen, wie groß soll denn meine Visualisierung am Ende sein? Und bei der Größe bleibt es dann auch. Schauen wir uns das einmal an. Am Anfang möchte er einmal mindestens ein Element haben. Dann fügen wir hier schon mal ein Diagramm hinzu. Genau, und haben hier jetzt unsere Story-Erstellung. Das schaut im Endeffekt genauso aus wie bei den flexiblen Seiten, nur dass wir ja hier eben den Unterschied haben. Wir haben hier auf der rechten Seite unseren Designer, mit dem man das Ganze ja letztendlich alle Einstellungen vornimmt. Und der ist nochmal zu unterscheiden in den Builder, indem ich meine Kennzahlen hinzufüge, indem ich meinen Chart-Typ auswähle und eben dann auch meine Dimensionen. Ich kann verschiedene Filter drüber legen, die explizit für das Chart gelten. Dann haben wir hier auf der rechten Seite nochmal das Format, mit dem ich dann am Ende des Tages die ganzen äußeren designtechnischen Sachen dieses Charts nochmal festlegt. Das heißt, hier gehen wir aktuell auf dieses Diagramm, was hier entstehen soll. Wenn ich jetzt allerdings in den Hintergrund klicke, machen wir das Format für die Story bzw. für die Story-Seite. Also ich kann hier in eine Story auch verschiedene Seiten packen und können jetzt hier entweder sagen, dass die Größe dynamisch ist, so groß wie es dann, wie viel ich am Ende des Tages reinpacke. Was natürlich dann für verschiedene oder für, ja, für andere Bildschirme schwierig wird. Oder ich sage hier, ich will eine feste Größe haben, zum Beispiel A4, und dann hat meine Story, egal wo ich sie aufrufe, diese A4-Größe. Genau, hier oben habe ich meine Arbeitsleiste, in der ich dann verschiedene Einstellungen zu der Story
festlegen kann, wo ich natürlich speichern kann oder auch, wo ich verschiedene Elemente hinzufügen kann. Hier, das heißt, hier kann ich ein Diagramm zum Beispiel hinzufügen, ein weiteres. Hier kann ich verschiedene Filter hinzufügen, die in dem Fall dann nur für diese Seite gelten, beziehungsweise ich kann auch sagen, der Filter gilt nur für das eine Chart auf dieser Seite. Oder ich kann auch weitere Elemente hinzufügen, wie Bilder, wie eine Landkarte, wenn ich zum Beispiel meinen Fuhrpark irgendwie visualisieren möchte oder meine Standorte und diese dann über verschiedene Bubbles nochmal besonders hervorhebe nach dem Umsatz beispielsweise. Genau, hier habe ich dann nochmal verschiedenste weitere Möglichkeiten, Elemente einzufügen. Und was es hier auch noch gibt, ist der sogenannte Story-Filter. Dadurch erhalten wir dann hier oben eine weitere Filterleiste. Und die Filter, die wir hier setzen, gelten dann für die komplette Story, das heißt zeitenübergreifend. Das heißt, hier haben Sie schon mal gesehen, es ist letztendlich relativ einfach, uns Charts zusammenzubauen. Das heißt, was ich hier noch machen muss, ich muss einmal meine Kennzahlen hinzufügen, meine Dimensionen hinzufügen und habe so schon mal mein erstes Chart, das jetzt natürlich optisch noch nicht so schön ausschaut. Und was ich dann hier noch machen kann zu diesem Chart, ich kann entsprechend die Sortierung ändern, ich kann das Ranking ändern, dass ich nur die oberen 5 oder die unteren 5 oder auch je nachdem, wie viele ich eben möchte. Ich kann verschiedene Vergleiche mit einbeziehen mit anderen Kennzahlen, kann Schwellwerte definieren, ich kann Referenzlinien definieren, ich kann ein Trellis aktivieren, das heißt, ich kann es nochmal nach verschiedenen Dimensionen aufreißen. Ich kann die Achsen entsprechend bearbeiten. Also hier kann ich nochmal verschiedenste Optionen vornehmen. Und wie das Ganze zum Beispiel am Ende ausschauen kann, an dem Beispiel Instandhaltung, ist im Endeffekt so, aber nur wirklich als ja, reines Beispiel. Das heißt, wir haben hier drüben einmal verschiedene Filter, indem wir zum Beispiel nach dem Erfassungsdatum eines Auftrags filtern können, wo wir nach dem Arbeitsplatz filtern können, wo wir hier auch sagen können, uns interessiert der Arbeitsplatz Mechanik, dann haken wir nur den an. Beziehungsweise jetzt habe ich ihn deaktiviert. Einmal aufgehangen, kurz laden. Genau, hier kann ich dann eben entsprechend nochmal meine Filter individuell deselektieren. Und eben einerseits der Filter hier unten passt sich dementsprechend an, aber auch hier oben meine Daten passen sich eben an. Hier sehen wir zum Beispiel noch einen Schwellwert, das heißt hier, wenn ich in Bearbeiten reingehe, sehe ich einmal, dass ich einen Schwellwert definiert habe hier für die freigegebenen Aufträge, dass eben sobald die Zahl größer 100 ist, das Ganze rot wird. Hier kann ich natürlich auch noch verschiedenste Farbbereiche definieren. Genau. Das Ganze zur meiner Live-Demo und damit übergebe ich wieder an dich, Oskar. So, perfekt. Danke für den sehr interessanten Vortrag, Jan. Stellen Sie bitte jetzt Ihre noch offenen Fragen in den Chat, aber vorher möchte ich Ihnen noch kurz etwas zu unseren digitalen Intensivseminaren ab dem 9. November erzählen. Am 9. und 10.11. behandeln wir das Thema S/4HANA ECM-Ziellandschaft mit Substandard- und Open-Text-Lösungen. Am 11. und 12. November beschäftigen wir uns mit der SubCloud-Plattform und die digitale Transformation für Ihr Business.
Bei dem Vortrag am 16. und 17. November handelt es von SAP Internet of Things mit der Think IoT Academy. Am 18. und 19.11. gibt es einen Accelerator-Workshop, der den leichten Einstieg in die Fiori-Welt mit der Neptune DX-Plattform vorstellt. Und das letzte Seminar am 23. und 24. November ist ein Neptune DXP Developer Bootcamp mit dem Themengebiet Build Your First Fiori Apps with Planet 8 and Planet 9. Sie können sich jetzt gerne auch noch auf unserer Homepage für diese Intensivseminare anmelden. Genau, kommen wir jetzt dann zur abschließenden Fragerunde. Stellen Sie bitte Ihre Fragen, dann können wir die gerne beantworten. Hier habe ich schon eine Frage. Hier fragt ein Teilnehmer Jan, was gibt es denn für Lizenzen? Ja, es gibt letztendlich verschiedene Lizenzen. Wie ich schon gesagt habe, haben wir einmal den großen Unterschied letztendlich zwischen der, beziehungsweise die SAC bietet uns ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal die BI-Komponente, wir haben die Planning-Komponente und wir haben letztendlich dazu ja auch noch den Digital Boardroom. Und so sind letztendlich auch die Lizenzen aufgeteilt. Das heißt, hier, wenn ich die Planungsfunktionalität nicht nutzen möchte, beziehungsweise nicht benötige, kann ich mir auch einfach nur reine BI-Lizenzen bestellen, mit denen ich dann eben meine Dashboards erstellen kann und eben auf die Planungsfunktionalität dann verzichte, was natürlich am Ende des Tages auch einen preislichen Unterschied macht. Und den Digital Boardroom lizenziere ich auch nochmal separat. Okay, aber kann, also ich habe hier noch eine zweite Frage. Hier wird gefragt, ob man verschiedene Datenquellen in einem Dashboard kombinieren kann. Das kann ich machen. Also ich kann in, wie wir es gerade eben gesehen haben in der Story, kann ich verschiedene Diagramme einfügen und diese Diagramme können dann auch auf verschiedenen Modellen basieren, beziehungsweise auf verschiedenen Datenquellen letztendlich basieren. Und genau, was wir hier dann nur beachten müssen, ist, wenn wir verschiedene Datenquellen in einer Story verwenden, müssen wir hier nur mit den, wenn wir mit Filtern arbeiten, mit den Filtern etwas aufpassen, da wir hier dann die Daten, ja, ein Filter quasi für eine Datenquelle gilt. Was allerdings möglich ist, dass man die Daten im Frontend nochmal miteinander kombiniert, beispielsweise über eine ID. Hier muss man dann im individuellen Fall schauen, welche Restriktionen es da gibt, beziehungsweise welche Datenquellen dahinter liegen. Perfekt. Ansonsten sehe ich keine weiteren Fragen. Wenn Ihnen noch irgendwelche Fragen einfallen, können Sie uns gerne einfach eine E-Mail an office@fink-its.de stellen. Die beantworten wir dann natürlich im Nachhinein ebenfalls. Kommen wir dann einfach schon zur letzten Folie. Wie geht es weiter? Momentan befinden wir uns in Woche 2 der S4HANA-Woche, die heute auch schon zu Ende geht. Bedeutet, das war der letzte Vortrag der S4HANA-Week. Nächste Woche starten wir mit der Enterprise Content Management und Process Mining Week und starten mit dem Thema Vendor Invoice Management, Simple Mode versus Classic Mode am Montag. Wenn Sie daran Interesse haben, können Sie sich genauso wie zu den digitalen Intensivseminaren gerne jetzt noch auf unserer Website anmelden und gar kein Problem, dann sind wir auch schon fertig. Sehr geehrte Teilnehmer, wir danken Ihnen für die Teilnahme am heutigen Bootcamp und hoffen, dass Sie einige interessante Informationen aus unserem Vortrag mitnehmen konnten. Und wir freuen uns, Sie auch am Montag wieder zum nächsten Seminar begrüßen zu dürfen.